So ein Recording in Progress. Was haben wir denn? Moment. Mittwoch. Mittwochnachmittag, 14:04 Uhr, starten wir hier eine Aufnahme. Wie Aschermittwoch. Aschermittwoch auch noch, ja. Wunderbar. Ich darf hier begrüßen den Bertrand Stern. Bertrand, ich grüße dich. Hallo, schönen guten Tag. Wir sind über einen gemeinsamen Bekannten zusammengekommen. Habe mich mit dir auch jetzt über die Homepage mal ein bisschen auseinandergesetzt. Du bist ja schon sehr, sehr lange aktiv, ja, gerade im Ja. Bereich der Erziehungswissenschaften, Bildung und hast da schon einiges auch gemacht in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen. Bertrand, als freischaffender Philosoph, freue ich mich ganz besonders, dich heute hier zum Gespräch zu haben. Wir schicken gleich mal eins vorweg. Du wirst auf der kommenden Volition vom 12. bis 14. April zu Gast sein, uns dort mit einem einstündigen Vortrag beglücken. Das darf man an der Stelle ganz klar sagen. Ich glaube, dass du jemand bist, der auch aus dem aktuellen Geschehen ist, ganz, ganz viel an Informationen zu sagen hat. Und es freut mich wirklich ungemein, dass das geklappt hat für den April. Bertrand, ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Was machst du? Was treibt dich an? Und was bewegt dich? Ich bin ein Mensch, der von Anfang an in meinem Leben immer sehr vieles gefragt hat. Und wie ich gerne sage, ist aus dem Fragen allmählich ein Infragestellen entstanden, weil ich auf meine lästigen Fragen jeweils keine Antworten bekam, sondern immerzu eine Vertröstung auf spätere mögliche Antworten, die aber nicht kamen. Und aus diesem Infragestellen wurde dann sozusagen eine Berufskrankheit. Und diese Berufskrankheit bezeichne ich als Philosophie. Das ist meine Art des Denkens, meine Art der Reflexion. Und weil diese Art der Reflexion, weil diese Art des Denkens an keine Institution gebunden ist und keine Institution gebunden werden kann, bezeichne ich mich als freischaffenden Philosophen. Das ist sozusagen der Hinweis darauf, dass ich eben kein verbeamteter Philosoph bin, sondern ein Mensch, dessen Aufgabe darin besteht, einerseits frei zu sein und zweitens auch Freiheit zu schaffen. Daher die Doppeldeutigkeit des Freischaffenden. Das stimmt. Sehr schönes Wort übrigens, was du da gewählt hast. Wenn wir über Themen sprechen mit Reflexion und so weiter, dann geht es ja auch in Richtung Weltanschauung. Ja? Also man hat ja immer diese Möglichkeit, die Realität mit den eigenen Gedanken abzugleichen. Ja? Das ist auch etwas, was gerade in den letzten paar Jahren, denke ich, auch als durchgreifender Prozess in der Gesellschaft zu bemerken ist, dass immer mehr Menschen merken, Moment mal, das, was da draußen gequatscht wird, passt irgendwie nicht zu dem, wie ich es sehe oder wie ich es empfinde. Ja? Und ich glaube, da bist du auch, glaube ich, schon sehr lange aktiv, dass du Dinge schon in Frage gestellt hast, die irgendwie wahrscheinlich nicht so sehr zum Wohle des Einzelnen oder zum Wohle der Individualität von Staats wegen her installiert worden sind. Ich spreche jetzt mal ganz speziell das Bildungssystem an. Dazu möchte ich aus meiner persönlichen Lebensgeschichte, aus meiner Biografie gerne etwas sagen, um das zu verdeutlichen. Meine ersten zarten Ansätze der Frage und der Infragestellung dieses zivilisatorischen Systems waren ja nicht dafür da, es pauschal zu verurteilen und zu sagen, es ist eine Katastrophe und es geht nicht weiter. Nun muss ich dazu sagen, ich gehöre einer Generation oder soll ich vielleicht sagen einer Degeneration an, die schon sehr früh sehr vieles in Frage gestellt hat von dem, sage ich mal, was uns mythisch aus früheren Generationen übertragen wurde. Aber, und das ist jetzt der wesentliche Punkt, als ich die ersten Versuche wagte, beispielsweise das Bildungssystem in Frage zu stellen, das war nicht das Einzige, aber das war ein wesentlicher Teil meiner Aktivität vor etwa 40 oder 50 Jahren. Da war ich noch beseelt von dem Gedanken, man könnte es ja irgendwie ändern, es besser machen. Und da, Bereichern. ja, und da ist mir in der Tat der Zahn gezogen worden. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Und dafür gibt es mehrere Gründe, die zu erwähnen nicht ganz unwesentlich sind. Der erste Grund ist, dieses System, wie jede Institution, ich verweise jetzt auf Iwan Illich, diese Institution, dieses System ist nicht veränderbar. Jede Reform einer Institution mündet in eine erneuerte Institution. Und das wollte ich nicht. Das zweite ist die Reaktion
des Systems, in dem Fall der Systemschule, war so, dass es sowieso als völlig daneben gegolten hat, etwas anders zu betrachten oder überhaupt anders zu betrachten als das, was das System vorschreibt. Und das Dritte ist, dass mir nach und nach gewisse Zusammenhänge bewusst geworden sind, auf die ich nachher gerne noch hinweisen möchte, die dafür plädieren, dass es keine Änderung, keine Erneuerung dieses Systems geben darf, kann, weil es nämlich eine grundsätzliche Unvereinbarkeit gibt und wir diese Unvereinbarkeit erkennen müssen, um nicht in die Falle zu tappen, dass es dann vielleicht etwas anders geben könnte innerhalb dieses Systems. Und das sind die Vorzeichen gewesen vor einigen Jahrzehnten, bis ich dann mit ganz klarer, präzise Reflexion erkannt habe, dass es tatsächlich um etwas ganz anderes gehen muss, gehen darf. Aber, und das ist die große Chance, wenn es um etwas wirklich ganz anders geht, haben wir auch Chancen, etwas durchzusetzen, was die uns nicht gegeben wären, wenn wir uns innerhalb des Systems bewegten. Und Richtig. das ist die Chance. Und das greife ich natürlich in meinem Vortrag für Volition natürlich auf, logischerweise. Ja. Welche Zusammenhänge sind dir denn klar geworden, wenn wir einfach mal ein bisschen kurz in die Tiefe gehen Es würden? sind vor allem, es ist vor allem ein Grundsatz, der geklärt werden muss, von der Sackgasse der Institution mal abgesehen. Der eine Grundsatz ist, dass der Mensch von Anfang an ein Mensch ist und bis zu seinem letzten Atemzug ein Mensch ist und bleibt. Das mag zwar trivial und banal klingen, ist es aber nicht. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass der Mensch ein Mensch ist, dann ist er auch von Anfang an ein Subjekt. Und wenn wir jetzt diesen Subjektstatus in den Mittelpunkt, in den Vordergrund unseres Interesses rücken, ist damit unvereinbar die Möglichkeit, dass dieser Mensch irgendwie stigmatisiert wird, also gebrandmarkt wird zu einem Typus, den es in der Natur gar nicht gibt. Und ich nenne dafür den einen Typus, nämlich das Kind. Das Kind, ein sächliches Wesen, engelhaft, aber eben ein nicht seiendes, sondern ein erst werdendes Wesen. Und von diesem Wesen ausgehend glaubt man, dass jetzt dieses Kind angeblich zu etwas anderem geführt werden müsse. Diese Führung nennt man Erziehung. Das Ergebnis ist eine zivilisatorische Wohlerzogenheit. Und dafür zuständig ist jetzt nicht nur die Familie, wie einst mal bis ins 19. Jahrhundert, sondern auch der fürsorgliche Vater, genannt Vaterstaat. Und die fürsorgliche Zwangsbeglückung des Staates erfolgt über die Beschulung. Das ist dann keine Erziehung mehr, das ist eine Erdrückung, oder? Das ist eine Enteignung, das ist eine Unterdrückung, das ist eine Zwangsbeglückung. Dafür gibt es verschiedene Begriffe. Auf jeden Fall ist es eine Form der Gewalt. Und wenn wir uns gegen Gewalt entscheiden und das auch postulieren, dann dürfen wir auch keine strukturelle Gewalt zulassen, die beispielsweise darin besteht, dass Menschen zu gewissen Objekten gemacht werden. Denn das ist natürlich pure Gewalt. Okay, wie darf ich mir das vorstellen, dass der Mensch zum Objekt gemacht wird? Ich meine, ich habe da schon meine eigenen Erfahrungen in dem Bereich und das ist auch im Aufbausystem, kann man das ganz klar erkennen, dass du, ja, ich habe schon oft gesagt, dass die Dinge, die sprachlich als natürlich gekennzeichnet sind, alles andere als natürlich sind. Deswegen muss man es ja so benennen. Ja. Also kein Mensch geht natürliche Äpfel kaufen. Du kaufst den Apfel und Punkt. Wenn die so bezeichnet werden würden, dann würdest du dich schon hinterfragen, Moment mal, sind das jetzt natürliche Äpfel oder sind es eben nicht? Weil du musst das ja, wenn, das meine ich damit. Also es sind manchmal auch so sprachliche Kurzschlüsse drin, möchte ich mal so sagen. Aber allein der gesamte Personenkult, den wir da draußen haben, wo alles reduziert wird auf eine Nummer, ist ja im Prinzip die Objektisierung des Subjekts, wenn man mal so möchte. Da gehst du, also da rennst du bei mir tatsächlich offene Türen ein. Ich bin ein Verfechter entgegen der Norm-Geschichte, weil gerade Norm, das ist auch so ein Ausdruck, der steckt auch in Normal drin, in Normalität, ja, wo man dann versucht, also nahezu alles in eine gleiche Form zu bringen. Das Ganze kaschiert mit dem sogenannten Bildungsauftrag, den man dann vermeintlicherweise irgendwo her hat. Um was genau zu erreichen? Was ist denn das Ziel? Gut, also
Das sind jetzt mehrere Punkte, die wir auseinanderklamüsen sollten, um das zu verdeutlichen. Zunächst einmal, der Mensch, der als Subjekt gezeugt wird, erfährt eine Zeit der Schwangerschaft und der Geburt. Ich berühre hier das Thema, das Frank-Robert Belewski bei Ja. euch in Volition immer wieder aufgreift. Hier ist also eine grundsätzliche Entscheidung zu fällen, ob wir uns für eine industrialisierte Geburt, also eine Enteignung, eine Bevormundung sowohl der werdenden Mutter wie auch des zu gebärenden Menschen oder entscheiden, oder aber ob wir das Vertrauen in das Leben hegen und aus diesem Vertrauen heraus selbstverständlich den Respekt vor dem jungen Menschen. Das Interessante ist, die Argumente für die Industrialisierung, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Geburt, aber auch da, die Argumente für die Industrialisierung sind in den allermeisten Fällen Lügen. Sie stimmen ja nicht. Zum Beispiel wird ja behauptet, dass eine natürliche Frau niemals aus dem Vertrauen heraus gebären könnten. Dabei wissen wir, dass die Geburt unter industrialisierten Bedingungen im Kreißsaal viel gefährlicher und daher viel höhere Zahlen von Problemen aufweist als eine natürliche Geburt. Vorausgesetzt, das ist die Bedingung, vorausgesetzt, es wird das Vertrauen in die Mutter und ihre Kompetenzen gehegt. Ich zitiere nur einen Satz von Michel Audin: Die beste Hebamme ist die, die in der Ecke sitzt und strickt. Das ist der Ausdruck des Vertrauens. So. Ja. Wenn dieses Vertrauen gewesen ist, wenn dieser Mensch jetzt geboren worden ist, wenn dieser Mensch selbstbestimmt ist, im Bewusstsein seiner Kompetenz, im Bewusstsein, vielleicht nicht das richtige Wort beim Baby, aber in seiner Kompetenz, in seiner Selbstbestimmtheit, wenn dieser Mensch dann so aufwächst, dann ist dieser Mensch ein Subjekt. Und wo kommen wir denn dann hin, wenn wir auf einmal diesen Menschen entmündigen oder bevormunden, ihn einer Institution überantworten? Und das ist jetzt völlig egal, ob es der Hort ist oder ob es jetzt Kindergarten oder ob es jetzt diese Pflege oder ob es jetzt die Schule ist. Hier findet eine subtile Enteignung statt. Und dagegen wehre ich mich. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn diese Enteignung nicht stattfindet? Und was passiert dann? Nämlich, dass der Mensch, der gattungsgemäß, seitdem es die Menschheit gibt, ein neugieriges, wissbegieriges Wesen ist, selbstverständlich das Bedürfnis hat, frei sich zu bilden. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema frei sich bilden. Dieses Freibilden, ja, Frei sich bilden, bitte. bei sich bilden, ja, Ja, okay. da lege ich Wert Also darauf. genauso auf der Homepage gibt es auch Vorträge dazu, weiß ich, da gibt es auch ein Buch, glaube ich, ne, dazu. Ja. Dieses Frei sich bilden, das ist ja auch etwas, das ist, glaube ich, etwas, was man auch so, ja, bis vor 150 Jahren, denke ich mal, zwangsläufig im Leben einfach auch gehabt hat. Ja, es kommt ja auch darauf an, wo bist du geboren? Das kommt in der Umgebung dann ins Spiel, ja, die mit bestimmten Herausforderungen dann verbunden ist. Also wenn du jetzt in den Bergen groß wirst, ist das was anderes, wie wenn du am Strand aufwächst. Ja, das ist einfach mal so. Da gibt es dann andere Aufgaben. Aber das frei sich bilden ist ja aus meiner Sicht auch etwas, was völlig automatisiert durch dein Leben schon gegeben wird. Ja, also du wirst ja zwangsläufig dich auch mit dem auseinandersetzen, was in deiner Umgebung erstmal ist. Und da war natürlich auch, glaube ich, die alten Strukturen mit Weisheit im Alter und Tatkraft in der Jugend und dann die Kleinen dazwischen irgendwo, war ja alles auch gegeben, dass die Bildung im Prinzip dafür schon ja völlig automatisch in das Bewusstsein des Neugeborenen auch eingedrungen ist, denke ich mal, oder? Ich möchte mal ein markantes Beispiel bringen, um das zu verdeutlichen. Du hast jetzt Strand oder Berge genannt. Ich bringe dir ein anderes Beispiel. Es gab früher im früheren Europa Orte, die mehrsprachig waren. Ich nenne mal eins, Czernowitz, was ja einst mal zu Rumänien gehörte, oder Riga. Oder Sarajevo beispielsweise. Das waren Städte, die vier, fünf oder sechssprachig waren. Auch Wien war mehrsprachig. So. Ja. Die Menschen, die da aufwuchsen, für die war das selbstverständlich, mit mehreren Sprachen aufzuwachsen, in mehreren Sprachen zu sprechen. Da bedurfte es weder
eines formalisierten Unterrichtes mit allen negativen Konsequenzen, die wir feststellen können, noch bedurfte es einer speziellen Anregung. Die war ja da. Das heißt, im Umkehrschluss, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Institutionen zu schaffen, die den Menschen bevormunden, entmündigen, damit sie etwas erfahren. Auch Man nennt bestimmen, das was du lernst, ja. genau, das nennt man dann Lernen, für mich ein negativ konnotierter Begriff, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es eine lebendige Umgebung gibt, in der die Menschen die Möglichkeit haben, sich ihre natürlichen Fähigkeiten und sich ihren natürlichen Bedürfnissen zu widmen. Und ich wiederhole, gattungsgemäß ist der Mensch ein neugieriges Wesen, dass das darüber hinaus das Bedürfnis hat, sich sozial und solidarisch zu verhalten. Wären wir nicht solidarisch als Gattung, gäbe es uns nicht mehr. Gar nicht. Das ist das, was ich die ganze Zeit manchmal nicht verstehe, weißt du, weil du hast es ja auch mit den Institutionen letztendlich immer mit Menschen zu tun, ja. Das heißt, da sitzt ja auf der anderen Seite auch ein Mensch. Das ist ja auch eine Entität, ich nenne das jetzt mal so, die im Prinzip ja dieselbe Energie mitbringt, ja. Nur irgendwie krampfhaft verzweifelt irgendwie an diesen Bildungsauftrag, an den institutionalisierten Programmen festhält und da keinen irgendwie entweichen lässt. Hauptsache, das läuft alles in irgendeiner Form durch. Da frage ich mich manchmal, wie krass ist das gemacht, dass man so gegen seine eigene Natur dann tatsächlich handelt, denkt, fühlt, spricht. Ja, das sind ja Also, so. wenn ich da ausnahmsweise eine Bosheit loswerden darf, um ein Beispiel zu bringen. Wir haben in den letzten Jahren Polizisten erlebt, in verschiedenen Funktionen, sage ich mal. Am schlimmsten empfand ich die jüngeren Polizisten. Die waren indoktriniert, die waren uniformiert, die haben einfach ausgeführt, was ihnen befohlen worden war. Währenddem die älteren Polizisten entweder ein Auge zugedrückt haben oder erkannt haben, dass das unmenschlich ist, oder sie haben sich jedenfalls anders verhalten. Noch So. ein gewisses würdevolles Denken, was du da Genau. Und warum ich reinbringst, das ja. erzähle? Weil die jüngeren Polizisten, nicht alle, ja, also ich will jetzt nicht pauschalieren und sagen, sie sind alle blöd und dumm und so weiter, aber unter den jüngeren Polizisten habe ich viele erlebt, die wirklich an diese Lüge glauben. Und da bin ich beim Thema, das du angeregt hast. Die Manipulation des Menschen beginnt schon sehr früh, aber diese Manipulation ist auch gebunden an ein Versprechen. Und dieses Versprechen heißt morgen. Dieses Versprechen heißt die Zukunft. Es gibt die Zukunft nicht. Es gibt das Künftige, das Fragezeichen. Aber die Zukunft als das, was dargestellt wird, das ist also das Geld, der Konsum, der Urlaub, die Freizeit, die Rente und so weiter. In Wirklichkeit eine Abfolge an Verlogenheiten, die immer wieder weiter gesteigert werden. Also du kriegst noch mehr Geld, wenn du das noch mehr tust, wenn du dich noch mehr einbringst und so weiter und so weiter. So. Dabei wissen wir, nein, Entschuldigung, dabei sollten und könnten wir wissen, dass dies Lügen sind, denn unser Organismus, also die Seele, sage ich mal, in uns, die rebelliert ja immer wieder gegen diese Lügen. Und deshalb rede ich da gerne von einem Prozess, den ich als Zwiebeln bezeichne. Es geht nämlich darum, dass es im Inneren des Menschen immer einen Kern gibt, der Subjekt ist und bleibt, bis zum Lebensende. Und nach durch die Wohlerzogenheit, insofern sie angenommen worden ist, entsteht eine Verpanzerung. Und diese Verpanzerung kann so dick und schwer werden, dass der ganze Organismus von innen nur noch versucht, noch einigermaßen zu überleben. Und wenn das dann kracht oder wenn es dann Probleme gibt, dann kriselt es, dann gibt es eine Ehekrise, dann gibt es eine Berufskrise, einen Unfall, einen Albtraum. Es bricht irgendwann was zusammen. Und jetzt kommt, erkenne ich in der Situation die Lüge? Dann müsste ich mich ja zu mir selbst bekennen, muss ich sagen, hallo, ich bin Subjekt und ich höre jetzt auf mit der Lüge, die mir meine Eltern und meine Lehrerschaft und das System aufgetischt haben.
Oder aber ich mache eine noch dickere Betonwand in der Hoffnung, dann dem Sturm des Lebendigen in mir zu entkommen. Und das ist meistens eine Katastrophe, ein Drama. Und es gibt, und das muss ich einfach mal feststellen, es gibt zwar keine Mehrheit im Moment, die sich diese Lüge entzieht, aber immer mehr Menschen. Also die Massen werden nach wie vor indoktriniert durch die Medien und durch das System und durch das sogenannte Narrativ. Aber das ist mir egal, weil Massen versinken, versumpfen. Reset. Währenddem der einzelne Mensch, genau, der einzelne Mensch, der auf einmal sagt, hallo mal, stopp, ich bin Subjekt, ich mache da nicht mehr mit, ich will endlich leben, die sind wie das Salz im Teig, im Brotteig, die sind diejenigen, die die Lebendigkeit wieder zum Tragen kommen lassen. Und Volition ist für mich ein Netzwerk, sage ich mal, diese Lebendigkeit. Deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich da mitwirken darf mit diesem so zentralen Aspekt der Tabuierung, eine Fähigkeit des Menschen, die eigentlich jenseits des Tabus zu vollen Blüten gelangen könnte. Das war von Anfang an unser Anspruch. Deswegen, du sprichst mir wirklich gerade aus der Seele, Bertrand. Wunderbar. Einfach auch mal so einen Raum zu schaffen. Ja, darum geht es ja letztendlich, diesen Raum zu schaffen, wo man in dieser Form dann auch mal aufeinander zugehen kann. Ja, das ist mal das Geile. Du nennst das jetzt Subjekt. Ja? Ich habe für das Subjekt einen anderen Begriff mittlerweile. Ich nenne das mittlerweile das Akkausale, also das, was du nicht logisch erklären kannst, Ja. wo außerhalb Ursache-Wirkung in irgendeiner Form etwas in dir wirkt. Ja? Und ehrlich, wenn du auf der Volition bist, so viele Menschen in dem Austausch, in dieser Kraft zu erleben, das hat schon was. Das muss ich mal ganz klar sagen. Da bin ich ganz davon überzeugt und das freut mich sehr. Ich muss leider aus böser Erfahrung, aus böser eigener Erfahrung ein Aber setzen. Merkwürdigerweise spricht das Thema spricht das Thema Ausbruch aus der Beschulung ein Tabu an dieses Systems und wird in den allermeisten Fällen verkannt. Deshalb ist das frei sich bilden als Ausdruck der Würdigung des Subjekts so entwickelt eine Dynamik, die wesentlich stärker ist, als wir es auf Anhieb wahrhaben wollen. Aber unter der Voraussetzung, dass wir ganz klar erkennen, wo sind die Sackgasse dieses schulischen Systems und wo sind die Chancen, die dem Menschen geboten werden, der, ich möchte mal salopp sagen, in Ruhe gelassen wird. Aber darum geht es ja nicht in Ruhe, sondern in Unruhe gelassen wird, und zwar aus der inneren Unruhe heraus, weil der Mensch ja eigentlich ein unruhiges Wesen ist, das aus der Ruhe heraus das Bedürfnis hat, dann zu forschen, zu entdecken, zu erringen, sich Schaffen. auseinanderzusetzen, mit anderen zusammenzukommen und so weiter. Genau. Trifft genau das, was ich erlebe und auch spüre, also auch aus meinem Hintergrund ganz klar. Ich bin mittlerweile auch mit ganz, ganz vielen Themen auch beglückt worden, darf ich mal sagen. Das, was du alles ansprichst, was Subjekt ausmacht, auch das, ja, dass man erstmal draufschaut und sich klar macht, ich entspringe ja einem biologischen Vorgang. Ja, also genau wie der Baum da draußen oder Ja. der Grashalm oder der Hund und die Katze, das ist ja alles in irgendeiner Form aus einem Verbund heraus erstmal entstanden. Und ich bin da nie ganz weg von. Ja, also egal, was du dir an Fertigpizzen, Cheeseburgern, McDonald's-Fraß reinhaust, letztendlich bist du das Ergebnis eines biologischen Vorgangs und das, was du bist, kann niemals geplant werden. Da gibt es keine Norm, es ist das, was letztendlich du bestimmst als Subjekt, ich nenne das jetzt mal so, was aus deinem Leben letztendlich entsteht. Und da ist das freie sich bilden, denke ich, genau das richtige Futter dafür, ja, damit man diesen Weg natürlich auch gehen kann. Ich meine, geht es ja nicht darum, das Schulsystem hier kaputt zu reden oder sonst was, sind mit Sicherheit auch ein paar nützliche Dinge dabei, aber es geht mir einfach um diese Vehemenz, die dahinter steckt, ja, das mit aller Gewalt in irgendeiner Form den Menschen was in den Kopf zu pressen, damit sie ja so denken, wie wir das gerne hätten. Die Kritik an der Schule, und der Satz ist genial, aber deshalb auch nicht von mir, die Kritik an der Schule trägt dazu bei, dieses System Schule zu erhalten. Es geht nicht darum, die Schule zu kritisieren. Sie soll mir wurscht sein. Also ich beschäftige mich nicht mit Schule.
Ich werde natürlich einiges zum Thema Schule darstellen, um zu sagen, warum ich aus dieser Institution ausbreche. Aber der wesentliche Punkt, die Dynamik, ignoriert das Thema Schule. Es gibt dieses Thema gar nicht, weil das Thema eine strukturelle Entmündigung ist, derer wir nicht bedürfen. Sie ist der Ausdruck einer Zivilisation, die ich gerne als Zuvilisation bezeichne, zu viel Zivilisation. Und wir wissen, dass diese Zivilisation am Ende ist. Es hat gar keinen Sinn, sich noch Gedanken zu machen, ob wir im Jahr 2300 noch diese Zivilisation so oder so. Nein, wir werden sie nicht haben. Wir werden sie nicht haben können. Punkt. Also, und davon ausgehend müssen wir sagen, es bringt jetzt nichts, wenn wir einzelne Aspekte der Zivilisation in Frage stellen, ob wir das Geld oder den Konsum oder die Arbeitszeit oder die Medizin und so weiter. Nein, wir sollten uns damit auseinandersetzen, was bedeutet Lebendigkeit, was bedeutet Gesundheit, was bedeutet eine gute Bauernschaft, was bedeutet, woher kommen unsere Lebensmittel und selbstverständlich, was bedeutet frei sich bilden. Und wenn wir dieses Tabu der Schule überwunden haben, wenn wir uns davon verabschieden, wenn wir daraus ausgebrochen sind, ist es ein Weg, der sich von selbst ergibt, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, er ergibt sich nicht von selbst aufgrund deiner väterlichen oder meiner väterlichen Entscheidung, sondern aufgrund der klaren Entscheidung deiner Tochter, deines Sohnes, unseres geliebten Nachwuchses. Sie sind die Subjekte, um die es geht. Und das unterscheidet auch meinen Ansatz mit frei sich bilden von vielen anderen Ansätzen, wo wohlmeinende Mütter und wohlmeinende Väter oder wohlmeinende Pädagogen sich etwas ausdenken, aber es nie um das Subjekt des jungen Menschen geht. Ich gehe aber allein und einzig vom jungen Menschen aus. Er hat zu sagen, was er braucht. Und es könnte im schlimmsten Fall passieren, jawohl, das könnte passieren, dass der junge Mensch sagt, ich will aber in die Schule. Das sehe ich ja auch denkbar. Dagegen werde ich nicht opponieren. Aber ich werde dann gegen das System Schule opponieren, wenn der junge Mensch sagt, ich will nicht dahin. Das ist ja ein Ausdruck von Respekt vor der Selbstbestimmtheit und Genau, der da muss Würde man des sich dann jungen auch schon Menschen. fragen, wenn schon überall propagiert wird, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ja, das ist ja Ja. dieser drüber schwebende Satz, ja, und dann, was weiß ich, jemand sagt, ich will nicht, ja, Ja. warum schafft man es nicht, das Ganze irgendwo in einer Form dann auch so zu akzeptieren? Ja? Also man könnte ja sagen, es gibt eine Bildungspflicht, das würde ja reichen. Warum? Weil das Thema Schule ein Tabu ist, genauso wie es die Kirchen bis ins 18. 19. Jahrhundert waren. Ganz genau. Und wer den bloßen Gedanken hatte, dass es ein Leben ohne kirchliche Bindung geben könnte, also ohne kirchliche Unterwerfung geben könnte, der wurde schon verketzert. Und das hat schon zu manchen Hässlichen Szenen Todesfällen. geführt. Ja, ist möglich. Ja, Ja, gut. ne, wer also. Aber in der ähnlichen Situation befinden wir uns jetzt. Nur kommt die gute Nachricht. Die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, dass es eine ganz andere Situation ist, wenn der junge Mensch als Subjekt für sich eine Entscheidung gefällt hat. Und da gibt es in Deutschland im Moment also einen Anwalt und eine Anwältin. Die Anwältin ist in Mühlhausen, der Ort könnte euch ja bekannt sein. Und diese Anwältin, Dr. Katja Senkel, hat etwas ganz Großartiges gestartet, nämlich eine Petition an den Thüringischen Landtag. Ich werde jetzt nicht näher erläutern, warum. Kann jeder selbst rauskriegen, kein Problem. Zu Zeiten der Volition in Mühlhausen wird dann unsere Dokumentation erschienen sein und ich werde sie natürlich dabei haben. Eine Dokumentation, die darstellt, wo genau dieses Problem, Michael, das du dargestellt hast, nämlich, wo haben denn die Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungen fällen, Probleme im Kopf? Warum begreifen sie nicht, worum es geht? Obschon, und jetzt muss ich nochmal ein kleines Detail hinzufügen, obwohl es gerade in Thüringen einen Bildungsplan gibt, der ausdrücklich eine informelle Bildung für Menschen von 6 bis 18 ermöglicht und erlaubt. Und das hat die damalige thüringische Schulministerin unterschrieben. Also ja, es gäbe eigentlich Möglichkeiten. Und jetzt komme ich noch zum Positiven dabei von dieser Ausführung, dieser Aussage.
Und diese zwei Anwälte, die ich erwähnte, nämlich Dr. Katja Senkel in Mühlhausen und Jost von Wistinghausen, haben in den letzten Monaten und Jahren immer mehr juristische Erfolge erzielt. Diese juristischen Erfolge werden ja auch in dieser von mir erwähnten Dokumentation zur Petition dann auch dokumentiert. Und wir fragen uns einfach, wie viele Freisprüche und wie viele höchstinstanzliche Beschlüsse bedarf es noch, bis die Politik endlich greift und merkt, dass die Legislative, also der Gesetzgeber, in dem Fall das Landesparlament, endlich greifen muss, um eine Gesetzeslage zu ändern, die aus dem Nationalsozialismus stammt und völlig irrelevant, völlig an den Haaren herbeigeführt. Ja, das ist Das was, ist ja furchtbar. genau, das wissen viele nicht. Ja. Also die Schulpflicht, ja, die wurde Der ja, Schulzwang. Der Schulzwang, bitte. nennen wir es mal so, ja. Es Ich ist nenne nicht es dasselbe. Schulpflicht, weil so ist das momentan auch definiert. Die ist, glaube ich, in den 1938er Jahren ist das in die Richtig. Verfassungen überführt worden. Ja. Vorher gab es Richtig. keine Norm. Da gab es in einzelnen heutigen Bundesländern Vorschriften, dass ja, eine Bildung erfolgen sollte. Und ich möchte noch was Wesentliches zurückkommen. Es gab schon 1848 gab es eine Bestrebung, die dafür sorgen wollte, dass der Staat eine Schulpflicht bekommt. Ja. War in der Form, dass er jede Art von Wissen zugänglich machen muss. Also so war Schulpflicht ursprünglich mal gedacht. So ist das. Und das ist etwas, da denke ich, wunderbar, wenn der Staat ja als konzentrierte, zentrale Entität da ist und dann logischerweise auch über alles verfügt, was der Mensch damit einbringt, dann ist Schulpflicht aus der Warte heraus mit Sicherheit sinnvoll. Ja? Und Das nenne ich. da kannst du dir ja aussuchen, wie und was. Und da gibt es mit Sicherheit irgendwann die Frage im Kopf, was soll ich mal machen, was soll aus mir werden, welche Fertigkeiten kann ich mir aneignen und so weiter. Und da hast du auch, sollte man genügend Zeit ausgeben, um das auszuprobieren. Manchmal testet man ja nur mal was an, sagt, nee, das ist nichts für mich, ich probiere doch mal das. Wie viele gibt es denn, die sagen, ich habe 3 oder 4 Mal angefangen, einen Beruf zu lernen, um rauszufinden, manche brauchen eben die Zeit. Das ist einfach so. Das ist ja das Akkausale, was du nicht planen kannst. Ne? Ich möchte lediglich, aber das ist jetzt eine sprachliche Pingeligkeit von mir, ich möchte gerne den Staat außen vor lassen, weil ich den Begriff problematisch finde inzwischen. Ich rede lieber vom Gemeinwesen oder Ja. von der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand hat in der Tat die erste, ich sag mal, heilige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, frei sich zu bilden. Jeder Mensch, egal wie jung oder wie alt. Und dafür gibt es triftige Gründe. Und die Schulpflicht, wenn schon Pflicht, dann ist es in einem demokratischen Staat, jetzt verwende ich mal den Begriff, ist es die Pflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass die Menschen es können. In einem demokratischen Staat hat der Staat die Pflicht und nicht die Bürgerinnen und Bürger. Denn deshalb rede ich auch nicht von Pflicht, sondern von Zwang in Bezug auf die jetzige Schulsituation. Und diese Schulsituation wäre unerträglich, wenn sie sich auf alle Menschen bezöge. Aber sie bezieht sich ja nur auf Kinder. Und ki mit Kindern kann man es ja machen. So, das ist sozusagen die ekelhafte Situation der Schule, die wir heute haben. Sind ja eh nur Kinder, kann man ja einfach den Scheiß weiterführen. Nein, kann man nicht. Und dann kommen so idiotische Sätze von wohlmeinenden Müttern und Vätern. Mir hat es ja auch nicht geschadet, da müssen wir einfach durch. Und das ist aber nicht wahr. Es hat geschadet. Und wie? Und das erkennen wir auch statistisch, aber das ist jetzt jenseits unseres Themas, wie vielen Menschen es geschadet hat, dieses System. Völlig unnötig, völlig blödsinnig. Ja, aber es muss ja Warum trotzdem soll... in irgendeiner Form eine Energie dahinter stecken, die eine gewisse Zielsetzung verfolgt. Weißt du, und da bin ich jetzt auch schon ein bisschen in der Forschung drin. Weißt du, da gab es ja vor kurzem, ja, weiß nicht, das sind für 2, 3 Jahre her, weiß ich, im Spiegel einen Bericht, was die einzelnen Schulen pro Bundesland pro Schüler bekommen, die dann aus der öffentlichen Hand wiederum finanziert werden, wo du dann Das kann ich feststellst, dir sagen, 259 Milliarden Euro im Jahr, im Jahr. alle Schulen. Alle. Das ganze Schulsystem kostet uns 209, laut Statista 2021, 22, 259 Milliarden Euro. Wo Das kommt das sind, Geld denn her? Das ist jetzt die nächste Frage, die ich mir stelle. das ist das, was der Staat an Steuern eingenommen hat. Und wenn wir das jetzt umrechnen auf einen Pro-Kopf-Verbrauch, dann hätte jeder Mensch in Deutschland ungefähr 300 Euro im Monat
um sich dem Luxus zu widmen, frei sich zu bilden. Im Moment geben wir pro Kopf der Schülerschaft 20.000 Euro aus, damit die Menschen 6 Stunden am Tag an einem spezifischen Ort jenseits des Lebens zwangsbeglückt werden. Es ist eine Katastrophe mit den Ergebnissen, die absolut katastrophal sind. Da möchte ich nicht näher eingehen. Ja, Ich es ist muss unser ein Gespräch jetzt nicht in ganz die wichtig, Katastrophe ganz münden. wichtiger Punkt, weil es gibt kein Empathietraining, kein Nein. Gefühlstraining, kein, wie formuliere ich meinen Willen, wie erkenne ich den anderen, weißt du, so das Ganze, ja, das ist Das ein kann ja ganz, gar ganz. nicht passieren, da wo Gruppen von 6-, 8- oder 12-Jährigen beisammen sind, anstelle von Gruppen von Menschen, die sich gemeinsam zwischen ihrer Geburt und ihrem Tod für etwas interessieren. Stell dir mal vor, ist nur eine Idee, die mir gerade so in den Sinn kommt. Stell dir vor, ich interessiere mich als 8-Jährige für die Geschichte der Stadt Mühlhausen. So. Und ich möchte wissen, wie Mühlhausen vor 40 Jahren ausgesehen hat. Wen werde ich da fragen? Selbstverständlich gehe ich da in den Seniorenheim und werde da eine Oma, einen Opa Hast du noch ein interviewen. Fotoalbum von damals? Ja, Hinterher, ne? Ja. eben. So So, habe ich und das die auch kommen gemacht, ne? zusammen. Habe ich Bilder gesehen von früher, wo man sagt, guck mal, das war da und da und das war So da. ist das. Welche Ist ein Bild. Begeisterung ist denn dann möglich und Genau, und welche dann will derjenige Solidarität? ja auch. Er will ja, ne? Und dann ist das, du musst nur die Türen aufmachen und der Rest ist Genau. deine. Und das Schöne an dem Beispiel, was ich gebracht habe, ist, es beglückt ja nicht nur den 8-jährigen Menschen, sondern auch die Oma und den Opa, die endlich wieder eine konkrete, positive Aufgabe haben. Ist das, was ich schon seit 2 Jahren propagiere, dass man auf den Alten, weißt du, ich sage es mal auf Deutsch, auf die Alten scheißt man, ja, das tut man. Man packt sie weg in irgendwelche Pflegeheime, sorgt dafür, dass die Familien nicht mehr in der Lage sind, sie selber zu versorgen, weil sie mit Jobs überfrachtet werden, dass die Zeit nicht mehr reicht, sich darum zu kümmern. Dann werden die abgeschoben, die haben keinen Kontakt mehr zu den Jungen. Dadurch kannst du ja einmal im Monat zu deiner Oma ins Pflegeheim fahren. Da bist du nur noch mit deinem Handy beschäftigt, ja, da gibt es keinen Austausch mehr. Und das ist ja genau das, was letztendlich das Wissen ist, ja, weil die haben ja in ihrem Leben etwas angereichert in ihrem Bewusstsein. Da ist jede Art von Information vorhanden und du kannst den Alten alles fragen. Der wird dir in den meisten Fällen eine probate, vernünftige Antwort liefern können über das Problem, was du gerade hast. So war das ja auch konzipiert von Anfang an. Aber nicht als Seniorenheim, also nicht als Stigmatisierung der Alten zu Senioren, sondern lebendige Menschen, die gewürdigt werden in ihren Fähigkeiten, nicht überfordert, aber gefördert werden, sich einzubringen. Und was diese Menschen können, können auch andere. Und es ist ja ganz klar, dass die von mir sogenannten Landschaften des Freisichbildens eine Landschaft ist, in der vieles gedeihen kann, aber freisich bilden ist nicht an eine Zeit gebunden, also an ein Alter beispielsweise. Es ist nicht an einen Ort gebunden. Es ist nicht an einen einzelnen Menschen gebunden, beispielsweise eine lizenzierte Person, sprich Lehrerschaft. Und es ist nicht an ein Ziel gebunden. Wenn wir zielgerichtet vorgehen wollen, das kann es ja auch geben. Ich bringe ein Beispiel. Ich möchte Mechaniker werden und benötige dafür eine ganz bestimmte Ausbildung. Ja, Moment. Wir sind jetzt bei der Ausbildung und die kann es ja geben. Die muss es ja geben. Und da muss es Leute geben, die in der Lage sind, diese Ausbildung auch tatsächlich auszuführen. Aber Natürlich. ich bin Subjekt. Ich habe mich dafür entschieden. Ich will das machen. Bitte nicht verwechseln, dieses Freisichbilden und diese Ausbildung, das sind zwei verschiedene Aspekte. Wir Ja, könnten da noch weiter in darüber Ordnung. reden. Also, du, ganz ehrlich, also ich möchte natürlich auch, also wenn ich mal wieder zum Friseur gehe, dann brauche ich jemanden, der mit der Schere umgehen kann. Ja, das ist Ich einfach so. hoffe es, ja. Aber gibt es die Lehre ja auch. Ist ja alles gut, ne? Ist ja in Ordnung. Nur, es geht ja um alles andere. Es geht ja darum, was ist Welt, was ist Erde. Das ist so dermaßen wegdiskutiert alles. Du wirst ja so dermaßen weggeholt und da wird dein Verstand ja regelrecht missbraucht. Also das Instrument, was du bekommen hast, um dir selbst die Welt zu erklären, da werden ja so viele Sachen vorgesetzt, wo du dann So ist das. vermeintlicherweise glaubst, ich bin in irgendeiner Messfähigkeit. Ich habe letztens mal den Vergleich gemacht, messen, ja, also das Wort Rhythmus und das Gegenteil von Rhythmus ist Metrum.
Ja. Metrum, bist du in diesen metrischen Elementen drinne, wo Ja. immer messen, viel, Punkt, genaue Landung, da muss alles immer ganz genau sein. 8 Stunden am Tag wirst du bemessen mit Geld, damit du dann dein Leben einigermaßen gestalten kannst. Dann gehst du in den Supermarkt, ja, da wird dann abgemessene Produkte kriegst du dann dort, die du mit deinem gemessenen Normiert. dann auch wieder kaufen kannst. Und dann denken wir noch, wir tun das Richtige. Das ist so ein Irrsinn geworden, dass man sich fragen muss, geht das noch? Aber weißt du, und ich habe Hoffnung, und das ist ganz wichtig, weil gerade das, was du beschrieben hast, dieses letzte Restchen Subjekt in uns drin, das rebelliert irgendwann. Und das Ja. passiert nicht nur im Einzelnen, das passiert auch im Nein. Kollektiv. Ja, Ja. das sehe ich Hat so. eine ansteckende Wirkung. Ja, noch dazu. Ja, Zu dem das. Messen nur ein Zitat von Galileo. Der hat gesagt, messen, was messbar ist und was nicht messbar ist, messbar machen. Und das ist sozusagen der Anfang des Fluches, ja? Ja, so ist es. Ja, so Ja, ist es. ja. Aber der Mensch ist eben nicht messbar und das ist die Chance, die wir haben und das ist auch der Ansatz, mit dem ich dann zu Volition komme, weil ich von einem Menschenbild ausgehe, das getragen und geprägt ist von der Vorstellung des Vertrauens, der Selbstbestimmtheit, der Würde des Menschen, und zwar jetzt nicht einfach nur als Artikel 1 unseres Grundgesetzes postuliert, sondern tatsächlich auch im täglichen Umgang. Und wenn wir von diesen drei, und es gibt noch mehr, solidarische und soziale Fähigkeiten und so weiter und so fort, wenn wir von diesen Prämissen ausgehen, bricht das System Schule zusammen, genauso wie das System insgesamt zusammenbricht. Das heißt, ab dem Moment, wo wir anfangen, es zu ignorieren, dieses System, haben wir eine Lebendigkeit in uns, die tatsächlich dazu beiträgt, dass dieses System dann entschwindet. Und das ist die große Chance. Und dafür möchte ich mich sehr stark machen. Wobei ich betonen möchte, mein Frei-sich-bilden-Thema ist ja nur ein Puzzleteil in einem Mosaik, aber von so zentraler Bedeutung, dass diejenigen, die das verinnerlicht haben, die das verstanden haben, die werden später nicht mehr davon loskommen. Ich bin dann ein Stachel in der Seele dieser Menschen, eine Sternstunde, wie ich gerne sage. Und diese Rückwirkung ist jetzt nicht nur auf den zwischengenerationellen Bereich bezogen, also nicht nur auf das Verhältnis zur liebenden Tochter zum liebenden Sohn, sondern insgesamt auf das Leben. Und dann kommt ein Aha-Erlebnis. Und da bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Es kann nicht mehr weitergehen, wie es vorher gewesen ist. Weder als Ja, du hörst Gruppe. ja mittlerweile auch, dass schon der Schulweg lebensgefährlich ist. Also ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Aber also ich sehe das auch so. Also das hat so viel Risse mittlerweile. Diese ganze Fassade hat so einen Riss. Ja? Und ich bin wirklich gespannt, wenn dann die Tapete mal so runterrollt von der Wand und sie sich nicht mehr selber halten kann, was dahinter vorkommt. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Bertrand, wir haben Zeit ist rum. Herzlichen Dank. Du wirst am 12. bis 14. April dieses Jahr auf der Volition sein. Du wirst dort einen Vortrag halten. Ich danke schon mal dafür, dass du deine Zeit opferst, an diesem Wochenende zu uns zu kommen. Und Oh, nicht Zeit opfern. Ich opfere mich gar nicht. Ich freue mich darauf. na dann. Und ich freue mich vor allem auch auf den Dialog mit den Menschen, die sich bewegt gefühlt haben. Na, Ich das bin Gott ist. sei Dank in der Situation, schön, wenn ich das noch hinzufüge, ich bin in der glücklichen Situation, dass früher, vor 10 Jahren, wurde ich heftig attackiert und kritisiert. Und das erlebe ich nicht mehr. Ich erlebe in zunehmendem Maße Dankbarkeit und Freude darüber, dass gewisse Themen angesprochen werden, die dann tatsächlich Nachwirkungen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf viele, viele, viele Ohrenpaare stoßen wirst, die dir sehr, sehr gerne zuhören werden. Bertrand, danke für dieses Interview. Ich Wir können bedanke da mich gerne auch. auch was Fortlaufendes draus machen, wenn du Lust hast, dass wir uns ein paar Themen mal vornehmen und einfach mal da ein bisschen tiefer reingucken. Ich bin da Sehr sehr gerne. gespannt auf deine Sichtweise. Und ich darf an der Stelle mich erstmal bei dir bedanken und bei allen, die zugeschaut haben. Herzlichen Dank dafür. Bertrand, Vielen spätestens Dank. bis April. Mach's gut. Danke sehr. Ja, bis Danke. dahin. Ciao. Tschüss.